Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für den Schuvidu-YouTube-Kanal interessieren. Ich habe mir heute dieses Thema gewählt, was eins, denke ich mal, jede Mami, jeden Vati, der mit Kinderschuhen und Kinderschuheinkauf zu tun hat, schon immer mal berührt hat oder interessiert hat. Ganz einfach die verschiedenen Verschlussformen, die es da so gibt. Warum macht man das überhaupt? Warum ist es halt nicht nur der übliche Klettverschluss, sondern warum gibt es eben halt viele Kombinationen und welche Verschlussform ist jetzt für mein Kind, für das Alter, was es jetzt gerade hat, eigentlich die optimalste Version? Und damit fangen wir mal ganz schlicht und ergreifend, ich sag mal, mit dem wenig geliebten Schnürschuh an. Der Schnürschuh an sich ist, oder die Schnürung an sich ist ja für jeden sozusagen die optimal verstellbare Einstellungsform an Schuhen. Also gerade wenn ich jetzt hier so ein kleines niedliches Schüchen für einen Laufanfänger mit dabei habe oder Erstlingsläufer, muss ich immer sagen, mit extrem schlanken Füßen ist natürlich so ein Schuh mit einem langen Vorderblatt immer sehr, sehr günstig, weil mehr Verstellmöglichkeiten habe ich sonst nicht. Und natürlich, hier habe ich die bestmögliche Passform. Wer es schon auch gesehen hat, gerade bei größeren, bei älteren Kindern, wir nehmen es meistens so ab Größe 28, sind dann natürlich die Modelle mit der Kombination Schnürsenkel und Innenreißverschluss. Ganz einfach, hier ist es wieder diese coole Optik, die man hat, egal, es sieht immer ein bisschen aus wie so ein Turnschuh. Es wirkt schon erwachsener von der Art und Weise her. Ich kann aber trotzdem, wenn ich noch keine Schleife binden kann, einfach aus dem Schuh rein und raussteigen, indem ich sozusagen den Innenreißverschluss verwende. Eingestellt wird dann die Schnürung je nach Passform, von der Weite, von der Spannhöhe her, ganz optimal. Wer keine Schleife kann, macht hier einen Doppelknoten rein, geht alles wunderbar und sieht schon, ich sag mal, ein bisschen, wie ich schon sagte, erwachsener halt aus. Aber auch hier ist es wieder ersichtlich, wenn die Weite nicht stimmt, kann ich sozusagen hier an diesem Schuh schnüren, wie ich will, dann kriege ich niemals einen Fuß, der hier gut reinpassen würde, nie optimal in so einen Schuh rein. Und genauso wenig bekomme ich einen super schlanken oder flachen Fuß in einen Schuh rein, der eigentlich mehr für den höheren Spann geeignet ist. Also wie sage ich immer, diese 3D-Sicht auf den Fuß sollte dennoch immer mit dabei sein, damit man das sozusagen besser und optimaler einschätzen kann. Am gebräuchlichsten ist natürlich, ihr kennt es, der Zweierklett. Zweierklett auch deswegen, ihr seht es von der Anordnung her, verläuft schön über den Fußrücken, meistens fast bis an die Beugungslinie heran. Das bedeutet, die Klettverschlüsse verteilen den Druck beim Abrollen auf das seitliche Quartier. Hier vorne habe ich außer der Gehfalte wenig, was stört. Und ansonsten kann ich den wunderbar einstellen. Aber auch hier ist wieder, der Blick auf die Weite sollte also nicht vergessen werden. Ein Fuß, der hier wunderbar sitzt, wird in so einem breiteren Schüchen niemals den optimalen Halt finden. Da kann ich ziehen und den Klettverschluss verstellen, wie ich will. Diesen Schuh kriege ich dann hier in dem Bereich nicht mehr enger. Als nächstes wäre dann sozusagen dieses Mittelding, also Gummizug zum Beispiel in der Verbindung mit einem Klettverschluss. Findet man jetzt sehr häufig bei den flacheren Sneaker-Modellen und natürlich bei vielen Turnschuhen, Outdoor-Schuhen ist das gang und gäbe. Dann vielleicht sogar noch in der Verbindung dann hier mit einem Zipper. Das wird also sehr häufig so angeboten, ist eine vielseitige Kombination und lässt sich natürlich auch bedingt einstellen, muss ich mit sagen, weil ein festsitzender Gummizug gibt allenfalls in der Spannhöhe nach, aber niemals in der Tiefe. Das heißt also, so wie der Schuh eingestellt ist, so bleibt er auch. Der höhere Spann kann aber durchaus hier noch genügend Platz finden, weil der Gummizug danach gibt. Dieser eine Klettverschluss macht es vom Handling natürlich wieder sehr einfach. Kind schlüpft rein. Hier ist so ein bisschen die Besonderheit, wer sich da ein bisschen schwer tut, die Zunge, die, die,
Zunge des Schuhs einfach nach vorne ziehen, habe ich einen super breiten Einstiegsraum und muss hier den Schuh nicht sozusagen in der Ferse heruntertreten. Diese Variante gibt es natürlich auch sehr häufig bei etwas höheren Modellen. Ihr seht es wieder, ein super schöner stofflicher Sneaker. Auch hier wieder das gleiche, schlanke Form, aber nicht unbedingt für den flachen Fuß geeignet, weil auch hier brauche ich wieder ein bisschen Volumen hinein, damit das sozusagen schön ausgefüllt wird. Ansonsten, dadurch, dass ich nicht verstellen kann, hilft zum Beispiel auch hier nochmal ein Söhlchen. Kleine Wunder. Hier gebe ich wieder zur Anmerkung, wenn eine zusätzliche Sohle zum Einsatz kommt, immer dran denken, ihr macht den Schuh nie kleiner, ihr macht ihn nur enger. Die Länge bleibt im Schuh erhalten, so wie sie ist. Und wenn ein Schuh zu klein ist, wird er durch eine herausgenommene Innensohle nicht größer. Ein Trugschluss, der leider bei vielen Eltern noch so im Hinterköpfchen rumspukt. Unverständlicherweise natürlich für uns Kinderschuhtanten, weil das ist nicht die Lösung des Problems. So, dann kommen wir mal zu den technischen Verschlüssen. Hat bestimmt der eine oder andere auch schon viel gesehen, werden insbesondere bei den größeren Modellen sehr gerne angeboten. Wir nehmen es meistens auch erst ab Größe 28. Ganz einfach, weil diese technischen Verschlüsse, egal ob das jetzt ein Drehverschluss ist, ein Boa-Verschluss, wie sie alle heißen, sie sind ja alle mit dem Prinzip des Stahlseiles oder dieses Drahtseiles verbunden, wo ich sozusagen diese optimale Weite einstellen kann oder optimale Enge des Schuhs einstellen kann. Und hier ist es natürlich, hier habe ich eine richtige Bremse drin. So, dann ist der Schuh halt auch richtig auf und wenn ich den halt runterdrücke, dann habe ich sozusagen den Verschluss zugemacht und dann ziehe ich ihn nur noch enger. Auch hier nochmal der Unterschied, wenn ich den hochziehe, ist er sofort auf. Beim normalen Drehverschluss muss ich entweder öffnen oder schließen und das ratschelt dann immer so schön. Nachteil bei diesen Verschlüssen, deswegen nehmen wir die meistens auch immer erst ab Größe 28, ist die Empfindlichkeit gegenüber Sand. Gerade in dem Alter, wo die Kinder noch sehr viel im Sandkasten rumturnen oder einfach nur, ich habe einen komischen Belag in der Kindereinrichtung, ist das also für die kleineren, aber doch technisch interessierten Jungs eher weniger zu empfehlen. Natürlich kann man diesen Verschluss auch reinigen, bedeutet aber immer, ich muss ihn öffnen, ich muss ihn sauber machen und dann wieder ordnungsgemäß verschließen. Das ist natürlich bei solchen feinen Teilen, ich sag's mal immer, mit einer gewissen Vorsicht verbunden. Ja, also deswegen muss ich leider sagen, für meine Person, ich kaufe die Schuhe lieber eher für die Schulkinder oder generell für die älteren Kinder mit ein, weil hier sehe ich nicht das große Potenzial, auch wenn es die Kiddies manchmal schon ab 6, 7 Jahren richtig cool finden. But last and not least, die Slipper. Wieder ganz hoch im Kommen derzeit. Also von den, auch bei den Erwachsenenmodellen wird es gang und gäbe hoch und runter angepriesen von den verschiedensten Lieferanten. Hier muss ich sagen, bin ich als Kinderschuhtante immer sehr, sehr skeptisch. Ganz einfach, ich kann es Ihnen auch erklären. Diese technischen Gewebe, die wir jetzt hier haben, die sind natürlich unheimlich weich, unheimlich anschmiegsam. Aber auch hier ist wieder das Grundprinzip, es muss passen. Wenn der Fuß zu schmal ist, rutsche ich hier hinten raus. Was mache ich? Ich kaufe automatisch den Schuh zu klein und dann habe ich sozusagen dann hier dann immer schon, man sieht es auch sehr oft auf der Straße, dass dann hier schon die große Zehe sich ihren Platz sucht. Ja? Dann ist es hier, natürlich, ich habe hier nur ein bedingtes Volumen mit drinne. Also wenn ich einen sehr hohen Spann habe, komme ich manchmal hier nicht durch den Gummizug hinein. Aber das ist natürlich die einzige Gewährleistung, dass dieses schöne, auch wenn super leichte Modell, auch am Fuß bleibt. Also deswegen auch bei uns wiederum eigentlich nur in den großen Größen ab der 36, wo man ja der Meinung ist, da sind die Wachstumsschübe nicht mehr ganz so groß. Oder bei den Erwachsenen natürlich gerne. Aber wie gesagt,
nicht immer unbedingt an jeden Fuß, also den extrem schlanken und schmalen Füßen, würde ich von so einer Verschlussvariante, Slipper-Variante mit Gummizug natürlich tendenziell abraten. Aber da muss natürlich jeder immer sein Ding finden. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch ganz einfach. Schreibt mir, ich antworte. Und die vielen, die das schon mal im Vorfeld auf das eine oder andere Video getan haben, wissen es. Natürlich würden wir uns natürlich über wieder Likes freuen und den einen oder anderen, der sagt, der Kanal ist so super toll, da will ich doch mehr davon. In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten spannenden Thema und wir sehen uns.